Wenn wir schauen, dann gibt es hier das Opening Symbol Manager. Das ist ein Plugin, das es ebenfalls im Warehouse zum Download gibt. Nun, was macht das? Ich kann hier Bauteile anwählen und kriege die Information, was für Schnitte sind denn da vorhanden, sprich, welche Öffnungen habe ich denn da drin? Und ich kann jetzt hingehen und diese Schnitte, diese Öffnungen klassifizieren. Sehen hier eine durchaus genug große Auswahl an möglichen Elementen und kann sagen, okay, ich will alle Türen, Fenster mit einem, sage ich mal, Füllkörper versehen haben. Den Füllkörper werden wir gleich brauchen, wenn wir auf die Zeichnungen gehen. Es gibt aber auch andere Anwendungsfälle, wieso ich so einen Körper durchaus brauchen will. Die Zeichnung sieht auf den ersten Moment nicht anders aus als früher. Was ich jetzt aber machen kann, ist mit dem Gegenstück des Opening Symbol Manager diese Öffnungen einfach quasi definieren. Das heißt, jetzt werden auf Knopfdruck die ganzen Durchbruchssymbole erstellt, so wie ich das voreingestellt habe. Und wir sehen auch, dass diverse Beschriftungsvorlagen mit UK-Stutz, OK-Brüstungen und so weiter automatisch definiert sind. Und auch wenn ich hier weitere hinzufügen kann, muss ich nicht noch auswählen, was ich denn für eine Vorlage nehmen will, weil die Vorlagen der Beschriftung, die sind direkt in den Zeichnungen verankert. Das heißt, da ist hinterlegt, wie wird ein Fenster, eine Tür etc. angeschrieben.